Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Challenge mit dem Chrissy Gaming. Moin. Musa. Wir sind und hier in der Auswertung. Wir sind hier ganz entspannt jetzt am gucken, was für einen Preis wir kriegen. So, was okay. Kriegen wir als Preis? Was kriegt ihr als Preis? Ja. Wallet. Das nächste Mal wird es was Besonderes geben. Das kann ich schon mal sagen. Da bin ich gespannt. Boah, der freut mich. Und da wird es auch eine längere Challenge. Also, wird zwei Folgen. Das freut mich. Das freut mich. 9 an 6. Und für den ersten Platz machen wir. Ein Preisgeld gibt's heute. Ah, danke, danke, ich freue mich schon. Ich muss mich ausstellen hier. Minus Preisgeld. Wir wollen ja geizig sein, ne? Bitte schön für den ersten Platz. Oh, danke. Wie viel? Und für den zweiten Platz gibt's natürlich die Hälfte. Was? Zeig! Gib! Die Bildkombi vom Profi beim nächsten Mal. Hä? Wer lässt Profi? Digga! Die Profi! Profi! 30.000 hat er bekommen! Ja, das ist ja ungefähr. Weißt du, wie viel ich bekommen hab? 15. Nee, ich hab 50 bekommen. Danke dir nochmal, Felix. So. Das nächste Mal, Leute, das nächste Mal holen wir den Sieg. Das sag ich euch jetzt schon mal. Jojo, laber nicht. Wir holen den Sieg. Jo, Leitlern, wir haben eben jetzt gerade einmal einen schönen Preis gekriegt von ein paar 30.000. Und jetzt haben wir da. Ach so, und jetzt gehen wir erstmal hoch. Jo. Erstmal die Buchse den ein. So, ja, die sind aber ganz schön geizig da mit dem Preisgold, ha? Ja, Junge, im Gegensatz zum letzten Mal, Alter, habe ich jetzt mal 100.000 oder sowas bekommen oder 200.000, jetzt auf einmal einfach mal 15.000, danke dafür, ey. Ganz ehrlich. Jo, auf jeden Fall würde ich jetzt schauen, was wir jetzt zu tun haben. Da der Herr Kollege jetzt endlich einmal den Dings so hochgestellt hat. Also, ich hab sie nur runtergestellt wegen der Challenge, damit wir nicht so viel verlieren, Hans Zeug. Geil, jetzt kann ich wieder mal mit der Chemie. Auf jeden Fall, Leute, heute ist ja wieder Freitag. Das heißt, heute Abend 19 Uhr Livestream hier beim Chrissy auf Twitch, bei mir auf YouTube. Das heißt, wenn ihr Bock habt, live zu sehen, wie ich Chrissy auseinandernehme, dann schaut auf jeden Fall gerne heute Abend 19 Uhr vorbei im Livestream. Und ja, da gibt's auf jeden Fall wieder eine harte Challenge und dann sind wir mal gespannt, ey. Oder? Chrissy? Leitlern, ja, das mit auseinandernehmen, das würde ich zurücknehmen. Ja! Jetzt macht er einen. Na, Leitlern, ihr müsst es euch Spaß verstehen. Wir machen das nur Spaß. Das ist kein Spaß mehr. Und ja, ich freue mich mal, wenn Freitag ist Aufnahme. Es ist auch voll geil. Danke an 8 Likes, Alter. Junge, heute kommen die 10. Herr Kollege? Ja, was los? Was machen Sie gerade? Ich komme gerade mit der nächsten Ladung. Können Sie Hallo, mir bitte... Herr Kollege? Was? Sie haben meinen Schlüssel verkumpert von meinem Deutsch, den Sie mir verkauft haben. Wirklich? Hab ich gar nicht. Ich komme doch nicht deine. Ach so. Ja, nö, hab ich abgeschlossen. Ganz vergessen, Alter. Nee, danke. Steig ein. Danke, Herr Kollege. Da müssen wir, glaube ich, noch was machen hier außerhalb von der Aufnahme. Ja. Das wäre nur anders, der Mann, dass es auf deinem Konto ist. Das werden wir auf jeden Fall noch der Aufnahme oder in der vor der nächsten Aufnahmesession machen. Und jo, das war einfach so geil, die Challenge. Ja, weil du gewonnen hast. Nein, nicht wegen dem. Ich freue mich immer, wenn es Herausforderungen gibt. Ist das bei dir auch so? Jetzt ohne auch. Ja, ich freue mich auch immer, wenn es was gibt.
Ja. Muss ich ehrlich sagen, aber das LU ist halt ein bisschen geizig. Ja, das LU, das muss erstmal wieder das Geld einnehmen, was sie dann ausgeben. Ah ne, die haben genug, ey. Aber natürlich, Leute, zum Thema LU, wenn ihr das LU natürlich auch unterstützen wollt, dann könnt ihr einfach unten in der Videobeschreibung gucken, da gibt es einen Link zu unserem Bewerbungs-Discord, da könnt ihr euch bewerben. Oder wenn ihr hier im Livestream gerade seid, könnt ihr auch gerne Ausrufezeichen mitmachen eingeben, dann könnt ihr euch auch da bewerben, wenn ihr Bock habt, vor allem LU mitzumachen. Jo. Weil die suchen immer Verstärkung, vor allem. Weißt du es? Grissi, du hättest auch einfach das Verdichtungsding von mir nehmen können. Geht schneller. Immer so. Ja, mach ich jetzt nächste Mal. Moin, das nächste Mal. Ja, du musst weiter verdichten, ne? Gleich, ich mach zuerst nur mein Feld fertig. Nein, ich brauch vielleicht 2 Minuten, dann bin ich fertig da bei mir. Weil du hast jetzt endlich einmal die Zeit hochgestellt. So, und so. Jo, der Traktor hat auch schon 4 Arbeitsstunden. Lol. Stunden! Ich hab gerade einen 360 No-Score-Salto gemacht, Alter. So muss das. Ja, ich komm dann, wenn ich fertig bin mit dem Unkraut entfernen, dann komme ich zu dir das Verdichten. Heute sind wir mal fair zu dir. Das ist auch nett von dir. Du bist nie fair zu mir. Ja, wahrscheinlich. Ich bin nie fair zu dir. Ich geb dir Arbeit. Ist das nicht fair genug? Na. Leute, findet ihr das nicht fair, dass ich dem mal Arbeit gebe hier? Ganz ehrlich. Ich finde das sau fair von mir. Ich bin ein saufairer Typ. Ja, und freut euch übrigens einmal dann nach der Challenge, wenn wir den Gewinner rausgefunden haben. Ja, da gibt's es eine nette Facecam dann. Ja. Und ihr könnt auf jeden Fall schon mal gespannt sein, was es nach der Challenge für ein Projekt geben wird. Da haben wir nämlich schon was Tolles geplant. Da weiß der Chris sogar selber noch nichts. Ich weiß auch noch nicht so viel, aber da haben wir auf jeden Fall was vor. Ich freue mich. Ich freue mich. Ja. Das wird auch krass sein hier. Aber bis dahin ist es noch ein bisschen ein langer Weg. Mahlzeit. Vor allem lange. Ja, die Kohlensäure gibt mir, tut mir nicht so gut. Aber weißt du, was gut hilft gegen Kohlensäure? Rübsen. Noch mehr Kohlensäure. Wow. Was ist dein Lieblingsgetränk? Getränke. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar kein Lieblingsgetränk. Ich trinke, was ich trinke. Ich schütt rein. Weil ich weiß ja, wie du das findest, aber ich finde halt einfach, dass Essen und Trinken bei mir komplett unterschiedlich ist. Beim Essen kann ich nur gewisse Sachen essen, beim Trinken kipp ich rein hier. Ganz ehrlich. Außer natürlich, das sind so richtig dicke Stücke drin, hey, dann nicht. Aber ansonsten, ja. Ja. Ansonsten, was isst du denn gerne? Kommt drauf an. Ja, einfach so mal dein Lieblingsgericht. Ah, Steak geht gut schon. Schnitzel? Steak. Oh, ein Steak. Aber momentan bin ich ja nicht so aufs Fleisch, weiß nicht warum. Warum? Bist du Veganer geworden? Na. Ich bin Veganer. Na. So, ich bin's aber auch gleich fertig mit einfahren hier. Und dann musst du nur noch verdichten und dann ist Ende hier mit der Silage-Session. Da muss ich nur noch warten, bis die endlich mal fertig hier ist, ey. Ich muss nämlich mal was verkaufen. So. Und jo, dann. Da ist Unkraut auf meinem Feld. Ich muss kurz zum Melo. Jo, Lettland, der regt sich wieder auf. Und wir werden da eben weitermachen. Und dann.
Wieso? Oh, wir sind auch jetzt schon fertig da mit dem. Fahren wir auf den Hof und dann werden wir B noch verdichten, würde ich sagen. Und dann schauen wir weiter. Uiuiuiui. So, musst du kurz mal dem LU-Typen bestechen? Bestechen? Nee, Spaß. Alter, ich hänge gleich fest. Nein, nein! Hilfe, Hilfe! Brauch mal kurz Hilfe von dir. Was brauchst du? Ich brauche hier eine freie... Ah, nee, warte. Nee, brauche ich doch nicht. Ich weiß, wie ich mich befreie. Ich krieg mich wenigstens befreien, nicht so wie du. Ja, ja, red du. So, übrigens, dein John Deere kriegst du nicht mehr raus. Der ist voll mit Gras jetzt hier. Den habe ich zugebaut. Wow. Danke für nix. Kein Ding. Immer wieder gern. Sind hier 200.000 drin. Läuft, Alter. Jetzt mal 200.000 Liter. Silage hier drin, gar kein Ding. So, und ich werde jetzt auf jeden Fall mal die Sachen hier ordentlich hinstellen, weil es soll ja auch ordentlich hier aussehen. Nicht immer wie ein Schweinestall, ey. Ich bin ja bei Chrissy auf dem Hof, ey. Das soll auch nicht hier aussehen. Hä, bin ja bei mir auf dem Hof, ist ja alles zusammengekommen. Hä, was hat er denn? Ich will es ja nicht sagen. Ja, auf jeden Fall komme ich jetzt vorbei, die Silage verdichten. Außer du hast echt mein John Deere eingepackt, dann ist sowas haben du, Sadu. Gibt's eigentlich ein LKW mit Fronthydraulik? Nur mal ja. So, kleine Frage. Gibt's den? Aber ich weiß nicht, ob es den Standard gibt. Nee, standardmäßig gibt's den nicht, aber halt als Mod, glaube ich. Ich weiß es nicht, muss man mal gucken. Einfach so zur Frage. Natürlich, wenn ihr auch gerne mal Mods sehen möchtet, könnt ihr natürlich die auch gerne mal verlinken. Dann werden wir mal gucken, ob wir vielleicht den einen oder anderen draufnehmen. Vorteil für mich, als Vorteil für den Chrissy. Ich kann bald schon meinen zweiten Traktor verkaufen, weil ich gefühlt nur den LKW benutze, aber ich behalte mal kurz, weil. Ja. Ah, da ist der komische Silage, zeigst du. So. Und jetzt hole ich mal meinen Anhänger von oben. Wie viel kostet denn so ein Kleiner auf? Ja, moin. Zum Kleiner vor allem. Moin Josh, mein Guter, wie geht's, wie steht's? Erstmal meinen Anhänger wiederholen. Ach, der bringt aktuell nicht so viel. Aber ich muss trotzdem meinen Anhänger abholen. Alles gut soweit, ja, top. Tippi, tippi, lalli, puppi. Ansonsten kannst du auch immer ein Gerät benutzen. Wie gesagt, Chrissy, geht auch schneller. Hier die Walze, die ich da hab. Wisch ich mir. Ich hab mich gerade festgefahren, das ist das Problem. Ei, ei, ei. Eben noch Gerste gespritzt, top. Muss. Schieb mir am Land, bitte. Kann ich gerade nicht, ich bin gerade nicht da. Dann würde ich sagen, machen wir das eben in der nächsten Aufnahmesession, weil die Folge ist auch schon wieder zu Ende.
Ach du, die Zeit vergeht, ey, das läuft wieder. Jo, ist so. Jo, auch mal den Freunden gesagt. Ja. Mach du. Aber meine lieben Freunde, wie gesagt, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sind wieder Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Ciao.